So, Job. Ja. Der Gast da draußen möchte gerne einen Kölsch. Ein was? Kölsch? So früh? Das geht ja nicht. Ich hab das fast noch ja nicht angestochen. Weiß ich doch, aber du möchtest unbedingt einen Kölsch. So ein Engländer, weißt du? Es gibt so früh noch kein Kölsch. Ein Kölsch? Das kann er haben, du. Ein Kölsch. Pass auf. Ins Laffe. Hey, bring ihm das. Mach ich. Aber sicher. So ein Kölsch für den Herrn. Wohl willkommen. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Mit Ingolf Lück. Anke Engelke. Marco Riemer. Und Bastian Pastewka. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Hallo, guten Abend und ganz herzlich willkommen zur Wochenshow. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Boxen, RTL findet Ersatz für Maskekampf. Durchblick, endlich Blindenhunde für Mofa-Fahrer. Toll, Bernhard Langer wieder in Topform. Und Skandal, neues Original-Sex-Video mit Lady Di. Die Themen der Woche. In dieser Woche legte der Liedermacher Konstantin Wecker Berufung gegen seine Verurteilung ein. Mit einer neuen Verhandlung hofft er, vom Vorwurf des Drogenkonsums freigesprochen zu werden. Doch schon vor dem ersten Verhandlungstermin erhärtete sich der Verdacht gegen Wecker. Traurig, denn bereits bei seiner Hochzeit hatten ihn Freunde vor der Einnahme von Drogen gewarnt. Wecker selbst jedoch behauptet, er habe das Kokain lediglich an Münchner Freunde verteilt. Das Top-Thema des vergangenen Jahres war der Mordprozess gegen den Amerikaner O.J. Simpson. Trotz seines Freispruchs muss sich Simpson nun vor einem Zivilgericht verantworten. Schon am ersten Verhandlungstag nahm der Prozess eine überraschende Wende. So, meine Damen und Herren, das war's. Hiermit beendige ich den heutigen Verhandlungstag. Obwohl, nee, eine Frage hätte ich noch. Hat irgendjemand hier im Saal vielleicht seine Frau umgebracht? Ah, ja. Zurückgemeldet, meine Damen und Herren, hat sich auch Harald Junke. Nach den Schreckensmeldungen der letzten Wochen ist Deutschlands beliebtester Entertainer wieder oben auf. Daher freue ich mich ganz besonders, dass er mir jetzt live in Berlin zugeschaltet ist. Herr Junke, ich hoffe, Sie können mich auch hören. Haben Sie denn ein Mikrofon? Eins. Ja, eins. Das reicht doch wohl. Ja, wie, aber kann ich Ihnen denn jetzt ein paar Fragen stellen? Zwei. Zwei Fragen. Gut. Auch gut. Herr Junke, wie man weiß, Sie sind ja ein großer Fahrradliebhaber. Wie viele Fahrräder haben Sie denn jetzt im Moment? Eins. Aha, eins, ja. Aber Sie hatten noch mal eine ganz große Sammlung, oder? Wie viele Fahrräder hatten Sie denn insgesamt? Zwei. Harald Junke, Entschuldigung, aber Ihre Aussagen sind momentan wenig informativ. Haben Sie vielleicht ein kleines Bier gezwitschert? Eins. Dann ist klar. Alles wunderbar. Okay, eine letzte abschließende Frage vielleicht noch. Wie viele Finger meiner linken Hand erkennen Sie hier? Zwei. Ja. Dankeschön, Harald Junke. Und wir freuen uns alle, dass es Ihnen wieder so gut geht. Es gibt, meine Damen und Herren, auch noch andere Hobbys als das von Harald Junke. Kunst am Körper zum Beispiel. In Dortmund treffen sich seit heute die Freunde der Hautbemalung und des Körperschmucks. Von der 6. Tattoo- und Piercing-Messe berichtet mein Kollege Bastian Pastewka. Tattoos und Ringen. Der Trend zum Körperschmuck ist ungebrochen. Doch wo ist das Motiv? Was treibt Menschen dazu, sich bemalen zu lassen und sich mit Ringen zu behängen? Guten Tag. Darf ich Sie was fragen? Haben Sie sich gerade tätowieren lassen? Ja. Warum? Ja, warum eigentlich? Ach so, weil ich so vergesslich bin. Ja, ich habe mir meine neue Adresse auf
tätowieren lassen, weil die vergesse ich immer. Ich wohne jetzt seit 12 Jahren. Ne? Ja. Und wie ist es mit Piercing? Auch, ja, natürlich. Mhm. Klar, und zwar hier, linke Brust, ja, wegen der Hausschlüssel. Großartig. Körperschmuck. Eine vielseitige Leidenschaft, die sich immer mehr durchsetzt. Doch leider gibt es auch Schattenseiten. So melden die Ambulanzen eine Zunahme an Unglücksfällen durch Piercing. Tierschützer prangern den Missbrauch von Tieren an und Sicherheitsbeamte beklagen Verzögerungen im Flugverkehr. Nicht umdrehen. Zack, zack, zack. Ja. So, dann mal weg mit dem Schmuck hier da rein. Zack. Was? Oh. Ja. Und kann ich jetzt... Moment, Freundin, ja? Die sind alle bekloppt. Sind die alle bekloppt? Das frage ich Walter Liebing, den großen alten Mann der deutschen Piercing-Bewegung. Nein, ich kann das schon natürlich sagen. Deswegen ist das natürlich jetzt auch. Ja. Ein schönes Schlusswort. Ich gebe zurück in die Wochenshow. Kommen wir nun, meine Damen und Herren, zu der unangenehmsten Form von Körperschmuck, Handschellen. Die will die Kripo Berlin einem bislang unbekannten Serieneinbrecher anlegen. Mehr dazu von Kriminalkommissar Jaschke. Guten Abend, Herr Lück. Der Täter ist 1,70 groß, hat lockiges, dunkles Haar, einen auffälligen Schnurrbart und spricht mit Schweizer Akzent. Ein besonderes Merkmal ist ein leichtes Zucken im Mundwinkel. Der Mann ist bewaffnet und sehr gefährlich. Hinweise auf seinen Aufenthaltsort... Entschuldigen Sie bitte, Herr Kriminalkommissar, dass ich da eingreife. Es mag wie ein komischer Zufall für Sie klingen, aber diese Beschreibung trifft exakt auf Sie zu. Stimmt, das bin ja ich. Da muss ich mich wohl festnehmen. Hä? Das ist mir jetzt aber sehr peinlich. Hey, und was ist mit meiner Belohnung? Ja, die bekomme natürlich ich. Abführen. Der Nachrichtenüberblick. Bonn. Zum Streit kam es in dieser Woche innerhalb der CDU. Der Fraktionsvorsitzende Wolfgang Schäuble beklagte die mangelnde Disziplin seiner Parteikollegen. Berlin. Gesundheitsminister Horst Seehofer traf gestern den SPD-Sozialexperten Rudolf Dressler. Seehofer fand dabei neue Möglichkeiten zur Finanzierung der Gesundheitsreform. Düsseldorf. Jürgen Möllemann forderte am Rande der FDP-Klausurtagung eine stärkere Einbindung in die Parteiarbeit. Die FDP-Führung betraute ihn daraufhin mit Sonderaufgaben. London. Premierminister John Major will die Ausbildung der Kinder an englischen Schulen verbessern. Besonderen Wert legt er dabei auf das Erlernen handwerklicher Fähigkeiten. Rom. Papst Johannes Paul II. Ist nach seiner Blinddarmoperation wieder auf dem Weg der Besserung. Bis zu seiner völligen Genesung stehen ihm allerdings seine Mitarbeiter hilfreich zur Seite. Hamburg. Die ARD will den Anteil deutscher Fernsehserien im Programm weiter erhöhen. Aus diesem Grund begannen auf Rügen heute die Dreharbeiten für die neue Rettungsschwimmerserie Baywatch Ost. Bitte, Action! Aufpassen, die Welle! Wir müssen den jungen Böd retten! Aufpassen, die Welle! Die Welle! Aufstehen! Da steht sie aufgeregt! Die Mütze! Das ist schwer, das sind die Mütze! Ich werd wahnsinnig! Das ist Kind, doch die Alte! Ich dauere! Die Nächste, bitte! Das war der Nachrichtenüberblick. Miss Tagesschau, Frau Berghoff, Dagmar.
40 Jahre Tagesschau Grund genug, mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Was viele Zuschauer ja nicht wissen, Sie als Chefsprecherin müssen vor jeder Sendung nackt auf dem Nachrichtenpuls tanzen. Haben Sie da gar keine Hemmungen? Ja, so wie ich da tanze in diesem privaten Kreis, würde ich in der Öffentlichkeit nicht unbedingt tanzen. Verstehe. Und wenn Sie dann so ganz unbekleidet da oben stehen, wie verhalten sich denn da Ihre männlichen Kollegen, Ulrich Wicker zum Beispiel? Die starren einen derart an und kommen so nah, ich wollte mal sehen, ob sie auch schon viele Falten haben oder sowas. Dieses angestarrt werden, das stört mich nach wie vor unglaublich. Ach, Sie Ärmste. Was wäre denn, wenn Sie denen einfach sagen, Schluss, aus, ich tanze nicht mehr für euch, ich mache nur noch Nachrichten. Dann will ich meinen Job morgen los. Ja, wie gemein. Frau Berghoff, Sie sind so eine tolle Frau. Erlauben Sie mir eine ganz private Frage. Finden Sie mich attraktiv? Ja, du siehst gut aus. Ach, vielen Dank, du aber auch. Vielleicht könnten wir uns ja einmal privat treffen. Wenn wir uns treffen, dann ist es völlig privat. Ach, danke. Dagmar. Was ist das? Du zuckst hier weg? Ja, Entschuldigung, aber das geht mir einfach zu schnell. Danke, Frau Tagesschau Berghoff. 40 Jahre. Lachen, meine Damen und Herren, hat Konjunktur. Zeitgleich finden in dieser Woche die Leipziger Lachmesse und das internationale Comedy Festival in Köln statt. Aus diesem Anlass haben wir jetzt einen ganz besonderen Buchtipp für Sie. Hallo, ich bin der lustige Holländer. Heute möchte ich Ihnen ein fantastisches neues Buch vorstellen. Dieses Buch macht Sie garantiert zum Mittelpunkt von jeder Party und zu den beliebtesten Kollegen in jedem Büro. 50 der lustigsten Partygags aus der ganzen Welt. Diese Gags erfordern keine besonderen Fähigkeiten, keine speziellen Hilfsmittel und am allerwichtigsten keine Intelligenz. Zum Beispiel der Fleck auf der Krawatte. Ah. Oder der Phantom-Schulterklopfer. Natürlich der Überraschungsanschlag. 50 dieser praktischen Partygags sind in diesem Buch. Und alle sind einzeln auf ihre Witzigkeit getestet. Für nur 29,95 gehört dieses einmalige Buch Ihnen. 29,95. Also rufen Sie gleich an.